Hallo, mein Name ist Klaus Wördemann aus dem Produktmanagement von Steine. Ich möchte euch im folgenden Clip die Integration unseres Bewegungsmelder, den IS-140-2, in das SmartFriend-System zeigen. In der Räumeübersicht wählen wir den Montageort aus. In unserem Fall ist es diesmal die Garage. Durch das Stiftsymbol oben rechts in der Ecke gelangen wir in den Bearbeitungsmodus. Im nächsten Schritt klicken wir auf Weiteres Gerät hinzufügen. Dann geben wir einen Gerätenamen ein. Jetzt wählen wir den Hersteller aus. Als nächstes wählen wir das Produkt aus. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das geeignete Icon auszuwählen. Die App zeigt nun eine Kurzbeschreibung des Anlernvorgangs. Diesen möchte ich euch im Folgenden zeigen. Um den Bewegungsmelder in das SmartFriend-System zu integrieren, drehen wir den rechten Regler bis zur Endposition Z und danach innerhalb von 5 Sekunden wieder zurück auf 0. Die rote LED zeigt, dass der Anlernmodus gestartet wurde. Die App bestätigt euch, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Für den Bewegungsmelder wird eine automatische Szene angelegt. Diese kann über das Stiftsymbol verändert werden. Wenn der Bewegungsmelder Bewegung erkennt und einen eingestellten Lux-Wert unterschreitet, schaltet die Leuchte ein. Die Ausschaltverzögerung, die standardmäßig auf 180 Sekunden eingestellt ist, kann variabel verändert werden. So schnell und einfach ist die Integration des IS-140-2 in das SmartFriend-System. In weiteren Clips zeigen wir euch die Möglichkeiten des SmartFriend-Systems und die Integration anderer Steine-Produkte.